Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Morgen gab es eine traurige Nachricht aus Äthiopien. Dort ist eine Boeing 737 MAX 8 abgestürzt. Und hier gibt es jetzt mal auf die Schnelle alle wichtigen Informationen, die man zum aktuellen Zeitpunkt jetzt bis Sonntagvormittag zu diesem Unglück schon hat. Heute Morgen um 5.38 Uhr UTC, also um 6.38 Uhr unserer Zeit, startete eine Boeing 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines in Addis Abeba, also in der Hauptstadt Äthiopiens, zum Ethiopian Airlines Flug 302 nach Nairobi in die Hauptstadt Kenias. Das ist ein sehr beliebter Flug. Diese Flugstrecke wird jeden Tag in der Woche etwa 10 Mal bedient durch Ethiopian Airlines oder auch durch Kenya Airways. Je nach Bedarf wird hier auch mal eine Boeing 787 eingesetzt. Heute Morgen war für den Ethiopian Airlines Flug 302 aber die Boeing 737 MAX 8 eingeteilt mit der Registrierung Echo Tango Alpha Victor Juliet. Das ist eine 737 MAX 8, die erst am 30. Oktober 2018 ihren Erstflug hatte und dann erst Mitte November 2018 an Ethiopian Airlines ausgeliefert wurde. Demnach ist das Flugzeug heute nicht einmal ein halbes Jahr alt. Gestartet ist die Maschine dann heute Morgen auf der Piste 07 rechts des Flughafens Addis Abeba, stieg dann, so kann man das zumindest aus den groben Flightradar-Daten erkennen, stieg dann geradeaus auf eine Höhe von 8600 Fuß ungefähr. Dabei muss man aber bedenken, dass der Flughafen von Addis Abeba selbst schon auf 7600 Fuß liegt. Hier stieg man also in etwa 3 Minuten Flugzeit von 5.38 Uhr bis 5.41 Uhr gerade mal um etwas mehr als 300 Meter. Und das ist selbstverständlich für 3 Minuten Flugzeit für eine 737 viel zu wenig. Nach diesen 3 Minuten verschwand das Flugzeug vom Radarschirm des Lotsen. Er konnte keinen Funkkontakt mehr mit dem Flugzeug herstellen. Die Maschine war zu diesem Zeitpunkt abgestürzt. An Bord des Flugzeuges befanden sich, laut Informationen von Ethiopian Airlines, 149 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder, also insgesamt 157 Menschen. Ob es Überlebende gibt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar. Mit anderen Worten, man hat bis jetzt einfach noch keine Überlebenden gefunden. Aber es ist halt noch ein ganz frisches Thema. Da laufen aktuell selbstverständlich noch Rettungsmaßnahmen. Das heißt, da lässt sich aktuell einfach noch keine hundertprozentige Aussage treffen. Und das waren damit tatsächlich schon die wichtigen Informationen, die man zum aktuellen Zeitpunkt zu diesem Unglück hat. Interessant ist jetzt natürlich, dass dieser Absturz einer Boeing 737 MAX schon der zweite ist, nach dem Lion Air Absturz Ende Oktober 2018. Auch hier bei diesem ersten Absturz einer 737 MAX gab es Probleme bereits kurz nach dem Start, und das sind jetzt natürlich keine Fakten, sondern nur Gedanken zu der Thematik. Da gab es einen technischen Fehler, der in Kombination mit der selbstständigen Korrektur des Fehlers durch das Flugzeug für massive Probleme gesorgt hat. Und sollte es jetzt hier bei diesem Ethiopian Airlines 737 Absturz zu ähnlichen Erkenntnissen kommen, dann kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das den US-Flugzeughersteller Boeing in massive Bedrängnis bringen wird und dass es da dann auch Handlungsbedarf geben wird. Boeing hat aktuell schon etwas mehr als 350 Maschinen vom Typ 737 MAX ausgeliefert, etwa 4800 Maschinen sind da aber noch bestellt. Aber das ist jetzt nur so ein Gedanke zu dem Thema. Ansonsten sollten wir jetzt erstmal bei dem bleiben, was wir wissen. Und das ist zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch nicht viel. Das wird sich jetzt aber laufend aktualisieren. Da schaut ihr am besten dann einfach auf den News-Seiten, auf den Luftfahrt-News-Seiten eures Vertrauens vorbei. Ich melde mich dann wieder zu diesem Thema, wenn es ein paar neue Infos und richtige Erkenntnisse gibt. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ist einfach ein trauriger Flugzeugabsturz. Ich wollte euch nur die Informationen dazu kompakt einmal mitgeben. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.